Achtung, der liebe Steff hat eine Riesenidee, um sich doch noch richtig beliebt zu machen. Hier, Stange. Bitte? Stange. Was Stange? Tanzen. Sympathischer geht's nicht. Hut ab. Ach, er kann mir nicht sagen, dass ich in der Stange sein soll. Ganz einfach, er hat mir gar nichts zu sagen. Er wünscht sich ganz lieb einen kleinen Pole-Dance. Der hat gerade zu mir gesagt, dass er eine Stange tanzt. Zu mir, zu mir. Was für ein Sexist, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Was holen die für Menschen rein? Ich will mit dieser Person absolut nichts zu tun haben. Nein. Georgina, hast du eben gehört, was der Mannschaft für Sachen gesagt hat, als wir da am Sitzen waren? Sorry, ich werd gerade richtig aggressiv. Ich kann gerade irgendwas zusammenschlagen. Mich fuckt sowas voll ab. Wir gehen rein, komm mit rein. Damals, als ich richtige Minderwertigkeitskomplexe hatte und irgendwelche Männer irgendwie so eine Scheiße gelabert haben über, oh, Frauen müssen so und so und so aussehen, das hat mich so kaputt gemacht. Was Frauen angeht, ist Steff ein echter Magier. Er macht, dass sie verschwinden. Man kann es ihm nicht verdenken, bei dem Charme. Ekelhafter Charakter, ich schwöre. Wenn ich könnte, ne? Boah. Wie können Menschen so sein? Wegen solchen Menschen da draußen, kleine Mädchen heulen, wegen solchen Menschen, wegen solchen Aussagen. Ja. Er hat gerade zu mir gesagt, tanz mal an der Stange. Ich ekelhaft. So, was? Sind wir Objekte oder was? Ja. Haben wir keine Herzen oder was? Du tanzt doch selber an der Stange, Alter. Was ist das? Gute Frage. Ekelhaft. Mit solchen Menschen kann ich nicht in einem Raum sein, ich schwöre. Ich kann es nicht hören, beziehungsweise es tut mir immer so weh, wenn ich wirklich Menschen kennenlerne, die wirklich den Wert einer Frau nicht sehen, weil sie eine Frau ist. Wenn ich das höre, ist es so... So, ist einfach asozial. Ist asozial sowas. Asozial. Punkt. Einfach asozial. Das, was ich hier gesehen habe, ist nicht mehr menschlich. Oh mein Gott! Das ist unfassbar! What the fuck? Ich bin sprachlos. Bah! Alter, ich kotze! Ich kotze! Das ist echt assi. Schalt auf Durchzug, hör da nicht zu, okay? Wenn ich Unmenschlichkeit sehe, dann ist bei mir vorbei. Ich wusste ja, dass die Medienbranche oberflächlich ist, aber das habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Momo hat sich noch ein bisschen länger mit Steff unterhalten und auch er ist tief beeindruckt. Er meint zum Beispiel, meine Frau, die hat einen Body, aber ihr Gesicht ist halt alt. Und ich schlag ihr halt vor, dass sie sich operieren kann, ist ja nichts Schlimmes. Wow. Ich möchte mit diesen Menschen nicht in einer Wohnung, in einem Haus, in einem Tisch sitzen. Ich kann das nicht. Ups, das klingt nach Eskalation. Alter, das kann nicht wahr sein. Willi will vermitteln, dabei hat er sich doch am lautesten Krawall gewünscht. Jetzt gib mir mal einen rein hier! Scheiße, warum habe ich das denn nicht mitbekommen? Mann! Wie, er hat doch die ganze Zeit so Sprüche zu sich. Ja, ich habe da gechillt. Ja, ich weiß das nicht. Du hast einfach nicht zugehört. Du hast einfach nur gesagt, ja. Er hat einen Spruch nach dem nächsten geklopft gerade. Ey. Er ist echt so ein bisschen so ein Macho-Typ. Und der drückt hier die ganze Zeit so komische Sprüche aus. Was hat er zu dir gesagt? Ja, wegen Pi wieder. Was? Pi. Pi, dass ich meine ganzen Follower halt durch ihn habe. Und. Oh mein Gott. What the fuck? Mit Pi meint sie vermutlich Pietro, den Megaküsser. Die Äußerung, die er so getätigt hat, das war für mich, war es in meiner Pflicht, einfach mal für die Mädels so ein bisschen in die Bresche zu springen. Steff, kannst du mal kurz kommen? Es gibt schon leichte Unruhe, was deine Person betrifft. Nach einer halben Stunde schon zum Personalgespräch gebeten werden, das schafft auch nicht jeder. Ich habe das ja leider nicht so ganz mitbekommen. Ich habe ja nur ein bisschen mitbekommen, wie deine Art ist. Genau, sehr frauenfeindlich. Frauenfeindlich? Ja. Meine? Ja. Nein. Sehr. Warum? Hast du dir zugehört, wie du über deine eigene Frau geredet hast? Ja, was denn? Was denn? Ja, wie sie frauenfeindlich. Oh, sie hat ja einen tollen Body, aber Gesicht schon ein bisschen alt. Was? Oder das mit den Figuren im Ding? Ja, und? Das ist ja meine Meinung. Warum? Ist deine Meinung? Ich weiß nicht, was daran frauenfeindlich sein soll. Ich würde gar nicht rückgängig machen. Aber bitte bremst dich ein bisschen. Weil okay. Zum Beispiel ich kann mir sowas nicht anhören. Ich kann mir nicht frauenfeindliche Sprüche anhören. Das geht ja, nicht. Ja, vielleicht bist du empfindlich. Empfindlich? Ja. Ich bin ein Mensch und will behandelt werden wie jeder andere hier. Ob Mann oder Frau. Vielleicht bist du empfindlich.
Nein, komm, sag das wenn, doch nicht wenn so. Wenn Gina da jetzt so steht und sagt, ey, Gina tanzt, weil sie sagt, sie nein, macht das kannst du aber auch nicht zu mir bringen. So. Ja, aber so. Ich heiße aber Tanz, meine Stange okay, ist schon so ein bisschen. Ja, du hast recht, ich bin empfindlich. Ja, alles gut. Finde ich, weißt du, finde ich. Mhm. Find ich. Ja, ja, oder wenn doch, jetzt doch. Meine Frau, wenn ich sage, pass auf, sie stinkt, sie hat einmal Körper und heutzutage mit dem Arzt ist es ja, halt aber so, das ist besonders dass es geht. Und dann sage ich so, Mensch, Peggy, lass es doch machen. Aber das ist sehr oberflächlich. Alles klar, dann ist das Gespräch jetzt hier mit beendet. Ja, das ist beendet. Bah, alter, ekelhafter Charakter. Bah. Du bist halt ein anderer Typ. Ja. Aber was soll ich machen? Das ist, wie es ist. Ich bin so. Ne? Kann ich nicht anders. Ja gut, ja, dann muss man damit klarkommen. Ja. Ich bin so geschockt. So geschockt. Das unter reinen Reality-Gesichtspunkten ist der Steff natürlich pures Gold. Und das, was er da von sich gegeben hat, wieder mit der Frau. Ja, hier, das sitzt war, da. Das war doch nur lustig. Ist doch nicht lustig. Ich finde ja Macho-Männer total lustig. Ja, da hat es auch ein bisschen übertrieben. Nein, er hat es nicht übertrieben. Also, Kerle wie den. Die sind halt so ein bisschen macho-mäßig. Ja, aber so. Macht man doch nicht. Aurelie ist natürlich auch, man würde in Neudeutsch sagen, so eine Feministin. Also, ich glaube, da kannst du ja jetzt wirklich die Popcorn aufmachen, ein Bier schon mal und dann einfach ganz entspannt zuschauen. Im Gegensatz zu Johannes ist Aurelie ganz und gar nicht in Popcorn-Laune. Ist jemand da? Ja, hier ist immer jemand da. Hi, könnt ihr mir bitte einen Flug buchen und mir ein Hotel buchen? Ich will nach Hause. Echt? Bitte, sofort. Das ist mir zu viel. Zu frauenfeindlich, zu fake. Ich gehe hier raus. Ich werde mit so einem Menschen doch nicht in einem Haus zusammenwohnen. Das ist doch eklig. Bin ich weniger wert, weil ich eine Frau bin? Bah! Bah! Ich will hier raus. Und zwar jetzt. Sofort. Wie hatte Steffs Freundin Peggy noch geraten, sei einfach jemand anders. Tja. Am Ende des Tages, ist, wenn er jetzt quasi so drüber redet, dann ist es seine Frau und wie er das umgeht. Und was ja, was ist daran frauenfeindlich? Wenn er was zu den Mädels in der Richtung sagt, wie es da vorne ja, ist, ja, das, eben. Dann nehme ich den Schutz. Meine, ich habe nicht, ich gedacht, nicht. Ich ja. Hab nicht gedacht, dass du... Du hast... Ey, Alter, ich würde es dir mal anders gesagt. Ja, ich weiß, du hast gesagt, voll, Steff, du bist frauenfeindlich. Du hast frauenfeindliche Sachen von dir gegeben. Und da ist Willi mit aufgesprungen auf diesen Zug und da habe ich auch zu Willi gesagt, für mich ist das von Willi jetzt Show. Macht euch selber eine Meinung. Frauenfeier, was ist denn los mit euch, ey? Mein Gott. Ja, ist so. Willi ist genauso ein Typ wie ich. Der verstellt sich hier. Hör auf mit dem Scheiß. Mach nicht hier Sommer aus zwei. Steff hat echt das Talent, immer den richtigen Knopf zu drücken. So, und was wird aus Aurelies Flucht wünschen? Geht's wieder? Okay. Ich komme heute Abend noch mal wieder und dann... Genau, und dann schauen wir mal, ja? Gut, danke. Okay.